Hallihallo Leute, kurze Info, das hier ist jetzt Part 10, sollte eigentlich Part 11 sein. Ich weiß nicht, was mit dieser Software los ist, sie hasst mich, sie hat sich am Ende des letzten Parts aufgehängt. Es tut mir wahnsinnig leid, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin langsam ein bisschen enttäuscht von dieser Elgato-Software hier. Die Capture Card ist ja ganz nett, aber die Software ist... zumindest auf einem Mac sehr gewöhnungsbedürftig. Die wird nicht so schön supportet, wie man das eigentlich erwarten dürfte. Für die 260 Franken, die das Ding da kostet. Aber okay, wir wollen uns nicht aufregen. Ich zeige euch kurz, welche Monde wir gemacht haben im letzten Part. Wir haben beispielsweise... was haben wir gemacht? Über den Klippenrand haben wir gemacht. Zur Klippennuss sind wir, glaube ich, gegangen. Die Nuss in der Sackgasse haben wir gemacht. Romanze in den Waldruinen, das hatten wir schon lange. Den Rollfelsen haben wir gemacht im letzten Part. Wir waren sehr, sehr viel im unteren Part da. Wir haben die Forstland-Tic-Tac-Turniere gemacht, 1 und 2. Spaziergang im Nebel haben wir gemacht, das ist eine Bonus-Stage. Mit Paragumbas, eigentlich sehr cool. Zeige ich euch dann gleich nochmal. Ansonsten fehlen uns immer noch 34 Monde haben wir, fehlen uns noch 20 und 7 von den Münzen. Diese Rakete hier eben, die führt euch ins Nebelland. Das geht ganz nach da oben. Das ist ein Triforce da? Das sind kleine Triforces da. Nice! Easter Egg. Ja, tut mir leid, dass es jetzt nicht online geht. Auch den hier haben wir gemacht. Es ist echt dämlich. Ich habe die Aufnahme beendet, das war eigentlich alles. Audio war im Kasten, habe ich hier auf dem Computer liegen. Wollte dann bei Elgato hier in der Software auf Aufnahme beenden drücken. Und in dem Moment hängt sich das Programm auf. Da ging gar nichts mehr. Nicht mehr vorwärts, nicht mehr zurück. Ich konnte es nur noch via Force Quit zumachen. Und ja, das da hat die Aufnahme dann nicht überlebt. Jetzt, was ich eben gedacht habe, ist Tunnel. Das ist das, was... Schnackelchen uns geraten hat, dass das hier hinten sein könnte. Wobei eben das hier ist ja Feuer im Tunnel. Aber das könnte eben schon auch mit dem Fire Bro hier zusammenhängen. Kommen wir denn jetzt da vielleicht irgendwie weiter als vorher? Also hier ist ja nichts. Okay. Gehen wir mal weiter. Kommen wir jetzt hier hin? Ach, jetzt sind wir hier oben. Genau. Da kommen wir doch sicher noch weiter hoch. Genau. Mal schauen, wo es da hingeht. Ich weiß nicht, ob wir da schon waren. Ich gehe jetzt einfach nochmal hin. So oder so. Hier ist noch ein... Ja, ja, da waren wir. Da waren wir schon in diesem Nuss. Ja, ja, hier waren wir schon. Okay, wo könnten denn jetzt hier noch Monde versteckt sein? Hier ist ja auch noch so ein Fluss. Aber der kommt aus einem Kanal, aus einem Gitter raus. Da können wir also nicht rein. Oder? Nee, das ist schwarz. Das ist... Da geht's nicht rein. Okay. Ich glaube, wir sollten das doch noch mal kurz durchgehen. Könnte sein, dass da noch was versteckt. Ja, nee, das sind diese... Ja, jetzt diese Nuss da. Das haben wir ja schon. Am Ende des Tunnels soll sich ein Powermond befinden. Wo ist denn echt? Wo könnte denn dieser Tunnel sein? Bringt mir nur einen Samen. Den habe ich aber schon. Der bringt mir nichts. Wir gehen aber nochmal da hoch. Ja, komm jetzt hier. Okay, dann kommen wir wieder hier hoch. Das
nicht ganz das, was wir suchen. Dann gehen wir da wieder runter. Zack. Marios Hinterteil hält ja einiges aus. Da hinten waren wir auch schon. Da ist noch die Aufgabe mit dem Firebro. Meint ihr, auf dem Turm da waren wir auch schon? Ja, ja, da waren wir schon. 20 Sterne, so Monde sollen hier noch verteilt sein. Ganz schöne Menge. Wo könnten die denn sein? Wir laufen jetzt wieder mit dem Wäldchen nochmal. Aua, nochmal ab. Irgendwo muss das Zeug ja versteckt sein. Nee, den haben wir noch nicht. Die Nuss im roten Labyrinth. Okay. Da sind wir letztens nicht durchgelaufen, weil wir nämlich hier alle diese Blöcke schon zerdeppert hatten. Stimmt. Da war ja was. Wollen wir auch nochmal schauen. Okay, hier sind wirklich nur diese... Ich bin aber auch der Meinung, wir sollten da eigentlich auch irgendwie nach oben kommen können. Haben wir den hier schon? Was war das denn? Ich glaube, da muss ich sicher hinten schon. Ah ja, das war das. Okay. Hier diese Mieswurz nochmal. Schauen wir mal, ob wir mit dir vielleicht hier hinten noch was machen können. Dann. Da waren wir. Ja. Oben waren wir aber, glaube ich. Ja, ja, also hier die Münzen haben wir gesammelt, dann waren wir wahrscheinlich schon da oben, oder? Da waren wir wirklich schon. Okay. Da hinten ist auch noch so ein Turm. Wobei natürlich das jederzeit auch... Ja. Verdammt. Jederzeit auch sein kann, dass die Türme hier das Ziel für das Gemälde sind. Das wäre auch möglich. Wo könnte hier noch was versteckt sein? Vor allem dieser Tunnel lässt mir keine Ruhe. Okay, wir machen das jetzt mal anders. Wir gehen jetzt mal zu Entdecker Toad. Mal schauen, ob uns der einen besseren Tipp geben kann. Auch wenn wir dafür was bezahlen müssen. Wir haben ja relativ viel Kohle. Okay, wo ist hier was? Da oben. Da ist die Nummer... Ah, okay. Also der zeigt uns immer gleich den nächsten an. Okay. So wie es ausschaut. Nummer 7 ist da oben. Okay. Ja, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal da nach oben. Am schnellsten wird das hier rüber gehen. Brauchen ja die Monde. Wir wollen ja weiterkommen und natürlich müssen wir auch hier alles zu 100% abschließen. Das ist natürlich die andere Sache. Das hier unten ist auch noch was. Hm. War ich da schon? Sie wird sagen, da kann nichts sein. Die Goomba-Dame, die haben wir gemacht. Da bin ich mir ganz sicher. Ich schaue aber sowieso in die falsche Richtung. Hier sein. Ups. Hier geradeaus. Hinter dieser Wand. Wenn ich die Karte richtig lese. Tatsächlich, da ist eine Einbuchtung.
verschwindet die Goomba-Dame hin. Kommen wir da irgendwie hin oder ist das eine Gumbin-exklusive Sache, dass man da durch die Wand kann? Ich denke, wir können da schon mit einem Rückwärtssalto können wir da schon hochkommen. Ja, den hier haben wir. Aber ich meine, auf der Rückseite müsste das sein, was uns Toad da zeigt. Ja, so könnte es gehen. Also nochmal. Rückwärtssprung, abspringen und... Kann sie doch irgendwie auch... Käppi nachschmeißen. Ah, so jetzt. Jetzt meine ich eben hier in der Mitte. Okay, das ist ein Einbuchten, aber das ist nichts. Da ist nichts. Oh Mann. Wo könnte hier noch was versteckt sein? Ist halt ein bisschen doof, dass uns Toad zwar die Position zeigt, aber halt nicht den Namen sagt. Also beide, Schnackelchen und Toad, haben so ihre Vor- und Nachteile. Jetzt ganz viele Münzen, aber das war's dann auch. Ich denke nicht, dass das... Sind wir denn einigermaßen... Ja, wir sind ziemlich richtig. Das müsste hier unten sein. Den Hasen hatten wir doch. Das wird doch wohl nicht der Hase sein. Knifflige Sache. Wo? Das sind Vögel. Vögel. Nicht hier drin, oder? Nein. Aber hier? Ja. Pff. Oh, in einem Stein. Ernsthaft. Das sind gemeine Monde, die mag ich nicht. Die sind dämlich. Das ist nicht meine Vorstellung von einem Rätsel hier. Rollfels im Wald. Schön, wir haben einen mehr. Sind es aber noch nicht genug, wir brauchen noch mehr. Toad! Ich brauche nochmal deine Hilfe. Ich brauche ein paar Tipps, wo wir noch hin können. Ja, du bist doch ein Idiot. Jetzt markiert er mir den Gemäldemond. Das ist nicht nett. Das ist nicht nett, mein lieber Toad. Das ist gar nicht nett. Das hier sieht auch eigenartig aus. Kann man das denn da hochzukommen? Kann man doch nicht hoch. Und für was braucht man hier diese Blumen? Ich meine, oben verstehe ich's, da muss man den Hügel hochrennen. Aber hier, und was ist das eigentlich? Diese Kisten sind im ganzen Spiel verteilt. Da könnten wir noch einen Samen reinschmeißen. Das haben wir noch nicht gemacht. Wo ist denn hier so ein Samenboy? Erhöht, okay, ja, ja. Hier gibt es doch sicher auch so einen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da könnte man auch hoch. Da geht es aber, glaube ich, eh nur... Ja, da geht es nur zu den Fire Bros. Aber hier müsste doch irgendwo... Müsste man noch einen Samen kaufen können. Kennst du dich mit Amiibo aus? Ja, 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 jetzt nicht. Also, wisst ihr was, Jungs? Wir machen das so. Ich such mal einen Samenautomaten hier und schneid euch das zusammen. Wir sehen uns gleich wieder.
Nicht der Mond, den ich gesucht habe, Leute. Aber ich dachte mir, ich finde den Samen nämlich hier unten nicht. Und dann dachte ich mir, ja gut, jetzt laufst du mal da hoch und dann schaust du mal, ob da oben einer ist. Habe ich auch keinen gefunden. Da gibt es ja diese Schleuder, die dich dann wieder nach ganz da oben schießt. Ich habe auch ein Amiibo hier mal nochmal benutzt vom Bowser, um uns Münzen anzuzeigen. Darum glänzt es da jetzt so. Und da oben gibt es die Panzer. Dann dachte ich mir, ja gut, dann krallst du mal so ein und fährst hier runter. Ich denke, ihr habt es ja gesehen. Und zerschießt mal hier diesen Block. Und natürlich ist da ein Stern, ein Mond. Ja, in ein Fels im Wald. Ah, das ist gemein. Also, ich finde es super. Das Spiel zwingt dich wirklich dazu, alles 50 Mal abzusuchen und auch ein bisschen unkonventionell zu denken. Jetzt hier mit dem auch durch. Da kann ich eigentlich hoch und da durchfahren. Nicht, dass mir das wirklich groß was bringt, weil da gibt es ja auch Panzer. Aber. Nee, hier gibt es ja gar keine Panzer mehr. Bringt mir aber auch nichts, weil hier ist ja auch nichts mehr, was ich in die Luft schießen kann. Auf die zu schießen bringt nichts. Gut, ja, ich suche mal weiter nach dem Samen. Wenn ich in der Zwischenzeit nochmal was finde, schneide ich es natürlich rein. Ansonsten sehen wir uns gleich beim Sämchen wieder. Ja, Leute, ich bin jetzt hier wieder oben auf dem Turm, wo wir den Bossfight hatten. Ihr wisst schon. Hier. Auch gucken, dass wir hier noch was finden können. Vielleicht finden wir aber auch da unten einen Samen, den wir einpflanzen können. Weil hier wäre ja der Boss-Gino. Mal schauen, was jetzt da ist. Denn mir gehen langsam Ideen aus. Das sind jetzt lauter kleine Blüten. Und eine Röhre. Die wir natürlich auch gleich noch. Okay, was hat das jetzt gebracht? Schön. Das gibt einen Mond. Natürlich. Nice. Lass das geheime Blumenfeld blühen. Es lohnt sich wirklich auch, die Bossfight-Arenen nochmal abzuklappern. Das ist wahres Glück. Naja, klasse, dass es geschafft. Was sagst du? Wunderbar. Ja, ja, wunderbar ist das. Hier geht's dann einfach nur wieder zurück. Huh? Okay. Gut, also da war nicht das, was ich gehofft hatte, dass da ist. Aber da ist ein Mond gewesen. Das ist auch super. Dann fehlen uns jetzt ja nur noch 16. Wir nähern uns der richtigen Marke. Und ja, ich suche weiter nach diesem Samen und schneide euch das wieder rein, wenn wir was finden. Bis gleich. Hier sitzen verdammt viele Vögel. Das macht mich misstrauisch. Oh, der Sache hier nicht. Vögel sind immer so ein Zeichen dafür, dass hier irgendwas nicht stimmt. Irgendwas, irgendwo. Wahrscheinlich nicht dieses Mal. Kommen wir vielleicht da hoch? Das wäre vielleicht die Idee. Ja, hier ist ja offen. Hier ist das Mario-Level. Das 2D-Mario-Level. Ja, natürlich kommen wir da hoch. Über das Mario-Level kommen wir da hoch. Weiß jetzt nicht, ob das was bringt, aber wir probieren es mal einfach mal aus. Nein, 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 nein. Ah. Was hier denn? Also. Nicht das, was wir suchen, ist hier. So viel steht fest. Leute, ich habe gesehen, hier ist ein Powerschalter. Der war doch vorher gar nicht hier. Ich wollte die Pfade hier miteinander verbinden. Schön ist anders. Okay. Oho.
langsam. Aber das gibt definitiv nochmal einen Mond. Da oben muss einer sein. Besser anstellen als gerade eben. Und da sind Münzen. Da ist... Boah. Da ist eine Halbzeitflagge und da ist auch unser Flugsaurier wieder mal. Hi. Und da gibt es auch wieder die Möglichkeit, Samen einzupflanzen. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wo ich den jetzt herzaubern soll. Kann ich mich denn mit Samen teleportieren? Ich würde fast sagen, schon. Mit dem hier müssen wir aber definitiv nach da hinten. So viel steht fest. Ah, okay. Das machen wir gleich nochmal. Den Toad hier, den erwischen wir so, aber die Münzen haben wir verpasst. Ach, Mann. Hey, Captain Toad. Ich habe keinen Schimmer, wie ich hier gelandet bin, aber ich finde es super. Der Ausblick ist toll und die Luft so frisch. Ach ja, ich habe einen Mond gefunden. Kannst du damit was anfangen? Ja, kann ich. Danke. Hey ho, Captain Toad. Hey ho, Captain Toad. Ah, ich mag Captain Toad. Der ist auch süß. Ach, da kommen wir wieder hier hoch. Das ist super. Ich habe wieder eine Idee, wie wir da runterkommen. Jetzt will ich aber hier nochmal zu Captain Toad. Gut, war jetzt anders geplant. Cappy kann uns ja zurück teleportieren, ist ja nicht so schlimm. Ich würde übrigens mal... Warum ist das eigentlich so kompliziert? Jetzt, wo ich an Cappy denke, ich komme mir gerade blöd vor. Jetzt würde ich uns mal die Vorschau hier auf der Elgato-Software abgeschaltet. Vielleicht bringt das ja ein bisschen was. Zumindest weniger CPU-Last, die läuft. Vielleicht hilft das, dass die Software ein bisschen stabiler funktioniert. Auch wenn ich nicht glaube, dass es an der Leistung liegt. Und nein, hier sind wir definitiv falsch. Hier müssen wir mit einem Porträt, mit einem Gemälde, beziehungsweise mal hier hin. Da kommen wir dann auch noch da runter. Aber das Gemälde haben wir noch nicht gefunden. Das ist in einer anderen Welt. Da es pro Welt wahrscheinlich ein Gemälde gibt. Jetzt kann ich hier durchschwiegen. Das könnte interessant sein. Wisst ihr was? Das machen wir nochmal von ganz, ganz oben. Okay, wir müssen erstmal festen Boden unter den Füßen haben, bevor wir das machen können, okay. Wobei, andere Theorie. Wir probieren jetzt mal was aus. Bin gleich wieder da. Denn mir kam gerade die Idee, dass es ja alles ziemlich einfach wäre, wenn wir uns mit einem Samen teleportieren können. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich denke eher nein. Nein, können wir nicht. Okay, hat sich erledigt. Mit dem Samen kommen wir nicht hoch. Naja, also von hier unten kann er nicht kommen. Aber es muss eine Möglichkeit geben, an Samen zu kommen. Ich suche weiter, wir sehen uns gleich wieder. Wäre nicht schlau aus dem Ding hier. Weil das ist so ziemlich der höchste Punkt auf dem ganzen, der ganzen Karte. Und wenn wir uns hier nicht mit dem Samen hoch teleportieren können. Na gut, ja, okay, nee, klar, wir können natürlich da schon hochspringen. Stimmt. Können da diesen Powerschalter für benutzen. Es wird schon gehen, aber... Der Segelflieger hier irgendwie ist was mit zu tun. Komm, mit dem irgendwie, wo ich vorher nicht hinkam. Ja, vermutlich schon, aber... Darüber zum Beispiel. Also gut, nee, hier kommen wir ja schon auch hin mit dem... Einfach indem wir das 2D-Level machen, aber kommen wir hier auch hin. Ist hier überhaupt was? Hier sind Münzen.
hier durch. Schauen. Das ist ein saublöder Kamerawinkel hier. Da ist nichts. So, wir sind jetzt nochmal bei der Odyssey. Ich weiß nicht, ob es vielleicht einfach hier im Shop noch was gibt, was wir noch uns auch holen können, was uns weiterhilft vielleicht sogar. Mechanikmütze, aber ansonsten ist hier nicht so viel. Hier können wir auch das Brautkleid übrigens kaufen und den Zylinder vom Bowser und das Bowser-Frack. Also eben das, was ihr von den Amiibos bekommt, kriegt ihr auch im regulären Spielverlauf. Wie gesagt, das finde ich eigentlich ganz, ganz nett. dann müsst ihr euch nicht zwingend die Amiibos kaufen, um coolen Outfits zu bekommen. Ich hole mir jetzt mal das hier. Ziehen wir uns mal um. Haben wir in diesem Part wenigstens mal noch irgendwas gemacht. Aber ja, die... Den Samen, den habe ich immer noch nicht gefunden. Ich habe das Gefühl, ich finde den nicht und ich suche falsch oder ich überlege vielleicht auch komplett falsch. Aber... okay. Es kann gar nicht so viele Möglichkeiten geben. Dürfte man meinen. Es kann gar nicht... Was passiert eigentlich, wenn wir jetzt nochmal zu Toad gehen und den nochmal anquatschen? Gibt er uns den gleichen Tipp einfach nochmal oder können wir einen neuen kaufen? Weil das auf der Insel, das ist gemein. Das ist im Prinzip rausgeworfenes Geld, den können wir nicht holen. Karte markiert. Achso, nee, Quatsch. Doch, den konnten wir. Und das war das nicht die Plattform von Toad? Das könnte sein. Aber da oben gibt es noch was. Ja, du bist ein Arsch. Habe mich jetzt gerade den Blumenkübel markiert, der da auf dem Aussichtsdeck ist. Haben wir jetzt den schon gefunden? Ich glaube nicht. Ja gut, nee, er würde es mir ja nicht anzeigen, wenn wir ihn gefunden hätten. Da oben. Ja gut, dann schauen wir mal, ob wir den finden können. Damit kann man ja zumindest arbeiten. Hier oben. Wo wäre das denn? Es ist da unten noch eine schwarze Flagge. Oder ist es einfach die hier? Auf halbem Weg. Oder ist es einfach die da? Achso, ja. Da waren wir ja gerade vorher. Aber wo ist jetzt, wo soll das jetzt sein? Hier geradeaus. Im Prinzip vor meiner Nase. Das sind die gemeinsten. Finde ich jetzt zumindest. Im Prinzip heißt es ja, es muss hier sein. Es muss irgendwo direkt hier oben. Aber da stehen wir sogar fast drauf. Nee, tun wir nicht. Oder ist er mit der da oben gemeint? Nee, der ist davor. Das ist ja die große Fläche hier. Das ist dieser Turm da. Und davor ist aber noch ein Stern. Ein Mond. Aber wo? Ich sehe schon, ich werde bei der Folge hier einiges rausschmeißen. Das ist ja im Prinzip ist das hier. Das sind eben auch Vögel. Das ist eben schon eigenartig. Weil wir waren eben hier mit der Uproot schon. Von daher, eigentlich ist hier nichts. Ja, wie gesagt, wir versuchen uns so eine Pflanze zu schnappen und darüber zu gehen, wenn ich mich nicht anstelle, wenn der letzte Dulli. Es gibt Goombas mit mehr Skill als ich gerade. So. Eben, also,
hier ist eben schon... Ist verdächtig, weil hier sitzen Vögel rum. Das ist aber nie wahr. Haben wir doch hoffentlich eingesammelt. Die Nuss auf dem Mondsaum. Ja. Ich suche weiter. Bis gleich. Was ich eben auch nicht weiß, hier sind zum Beispiel wieder solche Vögel unterwegs. Was wollen die hier? Hier rauf zu rennen, war so anstrengend, dass ich Öl und Kühlwasser schwitze. Okay. Das ist schön für dich, aber... It was at this moment that he knew. He fucked up. Leute. Da ist es ja. Nach dem Typen hier suche ich schon die ganze Zeit. Oh Mann. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ach, herrje. Herrje. Ja gut, wir haben auf dem Weg dafür aber ganz viele andere Secrets gefunden. Das war schon okay. Ja, mit dem kommen wir natürlich jetzt da schön hoch. Und wehe, Mario, du lässt ihn jetzt fliegen, dann setzt aber was. Moment, da ist eine Ranke? Ich dachte, das gibt jetzt den Mond. Okay. Geht's wieder hoch in die Wolken. Mal schauen, was da ist. Jetzt nochmal so ein... Bonus-Stage-Level. Hier sind auch die letzten fehlenden lila Münzen. Ich sehe schon, das ist so ein... Doch, das ist gemein. Das ist gemein. Über den Wolken. Einfach da nochmal einen verstecken. Ja, ja. Schon gut, Nintendo. Wolkenspaziergang. Gut. Ja, die... Den Samen hätte man auch früher finden können. Durchaus. Aber da wir jetzt wissen, dass da ein... Samenmaschinchen steht. Also drauf, wir können den Samen da bei der Odyssey ziemlich simpel eigentlich jetzt zum Wachsen bringen, oder? Weil wir müssen ja jetzt eigentlich nur mitnehmen und dann nach unten springen. Ich hoffe, Mario übersteht das, aber das sollte er eigentlich doch schon. Doch, doch, das übersteht Mario. Mario ist hart im Nehmen. Ja, das geht's. Das schadet ihm nicht mal. Das paralysiert ihn nur ganz kurz. Und jetzt hier noch runter. Bam. Wie konnte ich den übersehen? Das ist... das ist so lächerlich gerade. So. Naja, wir haben ihn ja noch gefunden. Ist meine Ehre so halbwegs wieder hergestellt. So, wo geht's hier jetzt lang? Ernsthaft? Ernsthaft? Dafür die ganze Mühe, dass ich jetzt hier hoch kann? Oh, komm! Das hätte jetzt nicht sein müssen. Das finde ich jetzt nicht toll. Und den Tunnel haben wir immer noch nicht gefunden. Oh, warte mal. Warte mal. Warte mal. Achso, nee. Das ist der Pfad vom Fire Bro. Dachte, ich hätte da was gesehen, aber hab mich geirrt. Nee, habe ich nicht. Schaut mal, da ist eine Nuss. Aber wie komme ich denn an die Nuss ran?
Oh, nein, 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 nein. Muss ich mich hier vom... Ich muss mich doch hier nicht vom Firebro treffen lassen, oder? Das wär ein bisschen fies. Muss ich mich hier wirklich den Hintern verbrennen lassen, damit ich da hochkomme? Nein. So, wir sind bei den Goombas hier, bei der Goomba-Dame. Ich hatte gerade so die Idee, ob wir uns vielleicht einfach mit den Goombas stapeln sollen. Dann da runter gehen müssen. Es war schon echt weit eigentlich von hier. Aber das ist gerade so das Einzige, was mir einfällt, wie wir so hoch da nach oben kommen sollen. Wobei, sind wir jetzt wirklich viel höher als so eine Mieswurz? Ich glaube, nein. Probieren geht über Studieren. Ja, okay, oder auch nicht, weil wir kommen hier gar nicht erst hoch. Aber da kommen wir hoch, oder? Und das wird sicherlich einen Grund haben. Es muss einen Grund haben. Frage, wie komme ich von hier zum Firebro? Doch, das müsste gehen. Wenn wir jetzt hier runter gehen. Fio. Wenn wir jetzt hier runter gehen, dann komme ich gar nicht über. Boah, komm schon. Können wir vielleicht einfach hier rüber hüpfen? Dass wir da unten landen? Geht das? Das geht. Das geht. Weil das Problem war ja gerade die Tür. Ja, und das zweite Problem ist das hier. Kommen wir doch auch wieder nicht rein. Wir sind ein bisschen zu hoch. Ich versuche jetzt mal einen Goomba zu töten. Ja, aber nicht so. Okay, so. Ein bisschen gestutzt. Jetzt geht's. Jetzt gehen wir da nochmal durch. Wir sind immer noch zu hoch. Okay. Vier Goombas. Vier Goombas geht's. So, da sind wir, aber... Das ist nicht. Aber ich habe eine zweite Idee. Wir sehen uns gleich wieder am Ausgangspunkt meiner zweiten Idee. Vielleicht ist die besser. Ist mir jetzt gerade so spontan eingefallen. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Dann ist nämlich hier oben ist das Aussichtsdeck. Meine Idee war gerade, mit dem da runterflattern. Dann in den Tunnel reinfliegen. Weil der ist nämlich doch recht hoch hier. Nein, nein, nein. Oh. Neuer Versuch. So, wir sind wieder oben. Ich muss schauen, dass er nicht an den Baum weg da. Dass er hier nicht andockt quasi. Okay, das war's auch nicht. Lass mir jetzt mal keine Ruhe. Ich will da hoch. Okay, vierte und letzte Idee, wenn es das nicht hieß, dann beenden wir den Part und ich überlege mir was. Aber das könnte klappen. Bis gleich. Ja, ich weiß gar nicht, was ich hier eigentlich geschnitten habe. Ich wollte mich so eine Mieswurz hier holen. Und damit was ausprobieren. Denn wenn wir jetzt hier... Einfach mal uns strecken. Ja. So kommen wir nämlich nicht hoch, aber... Verdammt. Wenn wir uns strecken... Hüpfen und... Ja! Es könnte so einfach sein. Schön verstaut im Tunnel. Das ist der Mond, dem wir die ganze Zeit schon nachrennen. Ach, herrje, das war ein Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da.
lassen, aber da würde mich riesig freuen und wir kümmern uns dann im nächsten Part noch um die restlichen 10 Powermonde hier im Forstland, beziehungsweise 9, einen können wir noch nicht erreichen. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.